good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Okay. Das Warten, bis das Essen gibt, funktioniert schon super. Ich muss mir jetzt noch schnell die Haare machen oder generell mich noch ein bisschen in die Schale werfen. Und dann geht's ab an die Führerscheinstelle. Dort bekomme ich nämlich einen neuen Führerschein, weil ich habe eine Aufstiegsprüfung wieder gemacht. Das heißt, ich darf jetzt die größeren Motorräder fahren. Und dazu braucht man halt blöderweise auch das Plastikkärtchen. Und das habe ich gestern nach der Prüfung leider nicht mehr bekommen, weil die Führerscheinstelle oben schon zu hatte. Aber Führerschein bestanden und Kärtchen abholen angesagt. So, Haare gestutzt und einmal frisch rasiert. Geht's jetzt dann nach Walkreiburg, weil wir haben ein neues Familienmitglied. Aber die Kiste ist noch auf den Vorbesitz angemeldet, das heißt, die müssen wir noch ganz schnell melden. Das probiere ich heute zum ersten Mal in Walkreiburg drüben. Da ist nämlich auch eine Kfz-Zulassungsstelle. Und da ist angeblich weniger los als in Mühldorf. Die Mühldorf ist nämlich immer relativ voll. Und jetzt schaue ich da einfach mal hin. Vielleicht klappt es ja. Und dann ist das schnell erledigt. Geklappt. Es ist tatsächlich so, dass in Walkreiburg echt nichts los ist. Super. Jetzt machen wir die GS500 noch startklar für die erste große Tour und dann starten wir ins Erzgebirge.